Meine geliebten Kinder des Lichts, so lange wartet ihr nun auf eine bessere Zeit. So lange seid ihr nun in einer Transformationsphase. So lange habt ihr an euch gearbeitet. So lange seid ihr geduldig in der Hoffnung auf das Neue. In diesem Erdenjahr 2023 kommt so manches zum Abschluss. Das bedeutet, dass in eurem Erdenjahr 2024 viel Neues, das jetzt bereits in den Kinderschuhen steckt, aufleben wird und in einem großen Maße sichtbar für die Umwelt als auch für einen größeren Umkreis als nur in eurem persönlichen Bereich. Es wird sich so manches wie ein Lauffeuer in eurem Leben ausbreiten, damit die Menschen nun nach und nach auf neue Angebote, neue Herangehensweisen im sozialen Miteinander aufspringen können. Ich sagte euch bereits mehrmals, sobald die alte Welt fällt, wird eine neue auferstehen, die ausschließlich auf Liebe und Frieden aufgebaut wird. Im Angebot des Neuen können die alten Wege und Herangehensweisen verlassen werden, was unweigerlich zu einer Verlagerung der Schwerpunkte in euren Herangehensweisen führt. Seht ihr, meine Geliebten, wie der Wandel sich nun vor euren Augen offenbaren wird? Die Zeit des langen Wartens ist nun vorbei, meine Geliebten. Nun kommt jene Zeit, in welcher ihr euch nach und nach über euer neues Leben und Erleben freuen könnt. Seid gespannt, meine Geliebten, die neuen Angebote werden so bunt und leicht sein, wie eine frische Blüteblumenwiese im Sommerwind. Das ist für euch, für euer neues Sein hier auf Erden vorgesehen. Leichtigkeit, ein fröhliches, unbeschwertes Miteinander, wo die Menschen wieder aufeinander zugehen und füreinander da sind. Glaubt mir, meine Geliebten, die Zeit des Wartens, Transformierens, Ausharrens und Lichthaltens hat sich gelohnt. Dies werdet ihr ganz bald zum Anfang des neuen Erdenjahres 2024 nicht nur erkennen, sondern bereits Stück für Stück zu leben beginnen. Euer euch liebender, göttlicher Vater.